Ja, hallo und schönen guten Morgen beim Immobilientagebuch. Heute sind wir wieder mal auf dem Weg zu einer Immobilie, die ich selber ankaufen möchte. Allerdings ist es so, wie bereits erwähnt, möchte ich die ankaufen. Ich habe ja in den anderen Videos, habt ihr ja gesehen, dass ich die anderen, die ich angekauft habe, unbesichtigt gesehen habe. Ich bin aufgrund der aktuellen Situation deutlich selektiver unterwegs. Das heißt, diesmal möchte ich sie mir auch anschauen. Ihr dürft mich dabei begleiten. Habe auch keinerlei Innenaufnahmen gesehen, habe jetzt erst die Schlüssel bekommen. Also ihr dürft gespannt sein. Ich möchte vielleicht noch dazu erwähnen, das ist ja bei der Immobilie, ich schon seit 2 Jahren am Verhandeln bin mit dem Eigentümer und eben auch den Gläubigern. Und das ist halt alles nicht so einfach. Das dauert manchmal, das zieht sich. Ist natürlich auch eine sanierungsbedürftige Immobilie, das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Also, ihr dürft gespannt sein. Ich bin es auch. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Artmann. So, ich habe ja schon bereits im Intro erwähnt, dass ich heute eine Immobilie besichtigen möchte, die ich selber kaufen möchte. Allerdings diesmal mir wirklich auch vorab anschauen möchte. Und zwar handelt es sich um diese Immobilie im Hintergrund. Wir sind jetzt mittendrin in der historischen Altstadt von Schneeberg. Und ja, das Gebäude, ja, wie man sieht, unweigerlich zu erkennen. Auch übrigens, Bettina ist wieder hinter der Kamera. Du kannst mal Hallo sagen. Na? So, wir machen das jetzt wirklich auch so. Ich habe die Schlüssel bekommen. Wir waren noch überhaupt nicht drin. Na? Wir haben jetzt nur mal schon mal aufgesperrt. Aber wie gesagt, alle Eindrücke, Reaktionen von uns sind jetzt quasi live. Also, ihr seht es dann zwar, aber sind jetzt nicht gestellt. Und ja, mal gucken, was uns erwartet, vermüllt, nicht vermüllt, welche Überraschung. Und mich interessiert halt natürlich, wie ist denn der Zustand von dem Ganzen. Ne? So, also, mir einfach nach und wir schauen. Was halt hier schon mal, du hast halt hier, also Menge Garagen, weil es gibt jetzt keine eigentlichen Parkplätze auf dem Grundstück. Ne? So. Hier geht's rein. Mal sehen, 1000 Spinnweben. Okay. So. Wow. Das Ding ist ja richtig groß. Aber hier, da kommt man auch von hinten rum, das sehe ich gerade. Aber film mal hier hoch. Was das für ein großes Treppenhaus ist. Oh, Wahnsinn. Irre. Denkst du gar nicht von außen. So. Sportfrei, ja? Ich gehe mal vor. Ach du liebe Zeit. Okay. Wir müssen hier mit aller Vorsicht. Hier ist die Treppe durchgebrochen. Wir gehen bitte nur außen. Also. Aber wie geht das denn? Okay. Da haben sie die Bretter rausgenommen. Wir müssen wirklich aufpassen. Treppe ist hier durchgebrochen. So. Also uns kommen schon die schönen Gerüche entgegen, aber was man hier schon mal sieht, Vorsicht, neue Verteilung, das heißt, es müssen dann hier mehrere Wohnungen gewesen sein. Boah. Okay. Boah. Aber gut, kennst du ja schon, ne, Bettina? Ja, ja, das geht auch noch. Die Dinger hier. Mal sehen, ob hier noch einer nächtigt. Krass.
Schlafzimmer. Schlafzimmer, Bad. Wieso hat man denn hier Folie ausgelegt? Ja, wird wohl Wasser durchkommen von der Decke. Weil wenn so viel Wasser ist, dann muss ja schon Putz runterkommen. Kannst ja mal ins Bad reinfilmen. Ja, die wollten malern. Hm. Genau, richtig. So, aber wie überall, ne? Also wie der typische Ossi das halt so hatte, eine Sammlung von Gläsern. So. Dann. Okay. So. Okay. Hier ist er größer. Hier wurde schon mal was gemacht. So, hier ist schon mal was gemacht worden. Naja, in welcher Gesinnung hier jemand war, kann man ja eindeutig erkennen. Also auch hier. Aber hier ist mal so ein bisschen was getan worden. Das Ding ist ja groß. Das heißt, hier scheint wahrscheinlich Küche gewesen zu sein. Eieiei. Hier bist du. Hier geht es ein bisschen. Oh. Krass. Aber das riecht nicht so modrig wie nee, nee, wie die andere Wohnung. Das ist eigentlich okay. Na. Aue, FC Aue. Ach je. So. Okay, hier hat man nochmal einen ausgebauten Spitzboden. Oh, eine Atari-Konsole. Geil. Gut, die nehmen wir mit. Mach das doch nicht so kaputt. Eine Atari-Spiele-Konsole. Schön. Habe ich als Kind gehabt. Hast du das immer gehabt, die Dinger? Na, Sega war ich dann ja. Finde ich also, Atari ja. War dann vor meiner Zeit noch. Hm. Nee, ich hatte Atari gehabt. So. Hier war dann wahrscheinlich vom... Nicht so, sondern... Hat wahrscheinlich sein Schlafzimmer gehabt. So, willst du mal hochfilmen? Natürlich. Ne? Also das finde ich immer spannend, so eine Treppchen mit... Na wirklich dick, darf das aber auch nicht sein. Das kann ja nur irgendwie was für Kinder gewesen sein, oder? So, erstmal schön die Spinnweben weg, genau. Alles gut. So. Ja, so, gucken wir mal weiter. Komm schon ein bisschen. Die Frage, hat ihr eh noch was gesucht oder ist das Messer, was hier durchkommt? Das wird ein Messer sein. Hm. Naja. Was hat er gemacht? So. Ich gehe mal voran hier mit Besen. Das war keine Spinnweben. So. Okay. Hei, hei, hei. Okay.
Also hier scheint Wasser wirklich durchzukommen. Kannst du mal reinfilmen. Aber man sieht es halt hier oben an der Decke. Aber hier gibt es Glück auf Bier. Oder gab es? Das Ding ist leer. Wie lange steht das jetzt leer? Also ich weiß, dass der letzte Bewohner hier wohl 2014, 15 raus ist. So, oh Gott, hier sind die Podesttoiletten. Also das heißt, das war hier die richtig alte Version. Da kannst du mal reinfilmen. So, dann wagen wir uns mal weiter nach oben. Oder nochmal, genau, nochmal die Örtlichkeiten näher beleuchten. So, ich gehe vor. Also das sieht jetzt hier alles ein bisschen vielleicht merkwürdig aus, aber ich bin hier vorsichtig, weil das ist eine Holztreppe. Also es sieht stabil aus, deswegen ich laufe langsam, dass man halt hier wirklich nicht hier den Abflug macht. So, das hier oben scheint dann Dachgeschoss zu sein. Ja, mein Gut, man darf halt nicht vergessen, die haben früher auch hier meistens in den Dachkammern haben die ja meistens auch gewohnt, also ganz früher. Ne? Aber jetzt schon mal. Weiß ich nicht, ob man das zeigen darf, keine Ahnung, aber hier, ja, ohne Worte. Was ich eigentlich zeigen wollte, dass die Elektrik mal gemacht worden ist. Das ist natürlich nice hier. Die Dusche und Küche vereint, also, ne? Aber wobei, das gab's. Hat man sehr viel in alten Wohnungen oft gehabt, dass du dann wirklich Dusche und Küche oder die Dusche in der Küche hattest. Ja, Platzmangel, eine Leitung, eine Stromleitung nur. Ja. Ansonsten mal hier ein kleines. Hier kommt es auch durch. Sagen wir mal so, man muss sich natürlich jetzt angucken, wie das Dach oben aussieht. Ich hatte gesehen, auf der Vorderseite ist es eine Schiefereindeckung und auf der Rückseite sind es eben so Pappschindeln. Ich sag mal, das lässt sich einfach reparieren. Die Frage ist halt nur, wie weit ist eben so ein Schaden bei so einem Dach vorangeschritten. Ja, also manchmal, gut, jetzt gehe ich. Hier gehe ich. Ja, doch, gehen wir mal rein. Ja, genau. So. Naja, wie das halt so ist, was wir so finden, ne, Bettina? Hm. Wie gesagt, das geht. Riecht auch nicht unangenehm oder irgendwas. Genau. Das ist halt einfach nur Müll. Das ist Müll. Ui, okay. Wow. Denkt man gar nicht, dass es so verwinkelt alles ist hier. Ja, was mir ein bisschen Sorge macht, dieser Riss hier. Hm. Das ist halt echt die ganz große Frage. Das ist genau die Ecke halt, ne, wo es dann rumgeht hier. Ja. Aber gut, das muss man sich anschauen. Das kann schlimm sein, das kann auch nichts sein. Das. Na, hier siehst du mal. Du kannst da mal hier rausleuchten, ne? Da sieht man halt die Schiefereindeckung. Das Problem ist halt bei dem Schiefer, du musst halt hier wirklich, sobald deine Schindel ganz leicht verrutscht ist, hast du schon eindringendes Wasser. Das geht ganz fix. So. Es gibt hier leider keine schöne Fenstersicherung. Ja, genau.
stimmt. Es gibt hier leider keine Tür zum Auftreten. Ja, da hinten siehst du, dass es da reinkommt. Da hinten in dem Zimmer, da ist dann der Putz von der Decke abgeplatzt. Und jetzt zieht sich dann durchs ganze Haus. Mhm. Echte Eier. Oh je. Warte mal, dass ich mal bitte den Besen nehmen. Spinnweben. So. Boah, hier hoch Lokus. Bestandungstolle. Oh Gott, Dachboden. Ja. Vielleicht sieht man ja den Schaden schon. Naja, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier hochgehen will. So. Willst du jetzt hier hochgehen? Mhm. Okay, auf deine Verantwortung. So, also es sieht stabil aus. Du kannst am... Da kann man... Ja. Ja, Dachboden halt. Du kannst mal gerne vorgehen, ich gehe mal runter. Ich will mal kurz fix mit der Kamera halten. Ja. Hm? Fix mit der Kamera mal halten. Und hier sehen die Balken eigentlich so ganz gut erstmal aus. Gut. Was ist das? Ein Bild? Der hat okay, nur Müll fotografiert. Hm. Ich wollte ihn fragen, vielleicht erkennt sich jemand wieder, aber ist leider keine Person drauf. Okay. Du passt bitte wirklich auf, weil die Bretter, wie sie gehen. Geht's nicht komplett durch. Na. Aber hier sieht man das Loch. Ist ein Loch? Ja. Was werden jetzt sein? 40 cm? 30? Okay. Ah ja, huiuiui. Ha. Großes Loch, große Wirkung. Kleines Loch, große Wirkung, so rum. Naja, ja. Sonst sieht es doch gut. Erstmal trocken aus. Naja gut, wir haben es ja auch trocken aktuell momentan. Naja, du wirst halt... du wirst halt viele kleine Löcher haben. Und wenn natürlich sowas halt nicht in einem gewissen Zeitraum oder eigentlich sofort abgedichtet wird, dann hast du dann halt auch gleich große Schäden. Wir sind erstmal durch. Ich würde noch mal euch unten die Garagen, da waren wir noch nicht drin, aber mal auch mal reingucken. Wir schauen uns jetzt hier noch mal in Ruhe an. Zum Schluss gibt es noch mal eine kleine Zusammenfassung. Und wir müssen jetzt erstmal, also wie gesagt, dann sehen wir uns gleich dann noch mal draußen. So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade mal die Kamera in der Hand. Bin jetzt hier unten noch mal im Eingangsbereich, wo wir noch nicht gewesen sind. Das ist hier unten. Sehr schön. Also, hier gibt es Heizungsanlage. Ja. Bis 2008 die letzte Prüfung. Ja, hier scheint dann schon mal... Ja, was halt hier wirklich darauf hindeutet, dass das Gebäude wirklich sehr alt ist, sind diese Kreuzgewölbe hier. Na, also dann hier hinten nochmal eine Werkstatt. So. Dann hier hinten noch mal ein Gärtchen hinten dran. Ich filme jetzt hier nur mal. Ich gehe, weil das ist mir hier alles zu sehr
zugewachsen, das Ganze. Also ein bisschen Wildnis hier im Hintergrund, aber es gibt einen Garten. So. Und hier ist noch mal, geht's noch mal in den Keller runter. So. Willst du vorgehen? So, wir gehen jetzt mal in den Keller runter. Weil uns hatte ein Bewohner, also der uns jetzt hier vom Haus begegnet ist, hatte uns gesagt, dass der Keller wohl 3 Stockwerke tiefer geht oder reingeht. Aber wohl auch ein Teil zugeschüttet ist. Beziehungsweise es gäbe wohl auch eine Art Geheimgang Richtung Kirche. Denn diese ganz alten Dinger haben ja von, weiß ich nicht, aus dem Mittelalter heraus ja oftmals wirklich irgendwelche Gänge. Okay. Hier geht's nicht weiter, Dublin. Okay. Na, er meinte halt, dass da schon viel zugeschüttet ist. Aber hier ist nur ein Raum, da sieht Feuerwehr hinten. Das ist richtig in den Berg, sieht aus wie ein Berg hier. Boah, ist aber krass hier. Das hält Bettina. Ja, ja, nee, komm, nur guck, ob nachts ist noch. Das ist ein richtiger Berg hier. Weil es auch nicht zugeschüttet ist, Natur. Ja, halt Schneeberg, ne? Das ist halt, das ja, ist ja hier alles. Wo sollen die 3 Etagen sein? Na, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn du mal hier wieder hier vorne hinkommst. Ja, ich bin unterwegs. Das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist, wenn du mal jetzt hier hinschaust, das ist irgendwann mal zugemauert worden, dass das hier runtergeht. Hm. Weil das, du siehst ja hier, siehst einen Sturz. Das ist dann mal so eine Treppe runter oder irgendwie so. Das ist dann, dass es da nochmal runterging. Weil es ist unlogisch, weil dass der Rest von dem Gebäude nicht kein Dings hat, also kein nicht unterkellert ist, da wird es wahrscheinlich vermutlich mal. Wir filmen, wir kommen gleich hoch. Also vermute ich wirklich, dass dann halt hier so runterging. Nee, leider keine Geheimgänge, aber trotzdem hier imposant hier. Weil das sieht mir auch nicht wirklich natürlich aus. Schon Naturstein, aber irgendwie zugemörtelt hier den Bereich. Ja. Oh, ist Wahnsinn, wie gut das hier im Zustand ist, ne? Hier wird zwar Wasser stehen irgendwie. Weil der modrig ist da hinten. Ach gut, das hast du aber bei solchen. Aber riecht trotzdem total normal, frisch. Aber, so, aber du modrig. Kannst hier drin stehen. Ich sag mal so, ich vermute mal, du wirst hier knapp 3 Meter Höhe ja, haben wahrscheinlich. 3 Meter Decke auf jeden Fall. Ja. Und. Aber ist hübsch. Hier kannst du dann sitzen und dann deine Dings machen hier. Weiß ja, ich nicht. Weinkeller oder? Weinkeller, Ritterrunde, weiß ich nicht. Ja, Ritterrunde. So. Trinkwasser an. Ja, schade, schade, schade. So, wir filmen aber jetzt nochmal die Garagen. Wir haben jetzt nochmal die Garagen geöffnet. Ich meine, was halt wirklich toll ist, sind halt die Garagen. Ob du da jetzt ein Auto heutigen Größe unterkriegst, ist halt, ja, ich denke mal eher Kleinwagen. Ne? Kannst ja mal reinfilmen. Also hier ist halt komplett voll. Mit irgendwelchem Zeug. Ja, voll bis oben hin. Ja. Aber trocken. Genau. So. Hier, die haben wir nicht aufbekommen. So. Gut, hier ist leer, aber sieht man halt auch mal die Größe. Na? Wobei ich sag mal, so Mittelklasse-Wagen kriegst du hier schon unter. Also das geht schon. Nee, drin kriegst du, ja, das ist nur das Tor, die schon. Frage. Und nicht Spiegel einklappen. So. Gut. Na und hier ist dann nochmal eine große Doppelgarage. So, kannst du mal hier reinfilmen. Auch hier haben wir nochmal schönes Kreuzgewölbe. Oh, das ist aber hübsch. Also, das ist schon, zeugt halt wirklich,
davon, bis das hier richtig alt ist. Also. Ja. Die ist doch größer, ja. Ja. Da ist meine Vermutung, dass da über ein Treppenhaus ist von innen drin, wo das Dach, kann sein. Also der Treppenpodest da weg ist. Das kann sein. Dass sie von oben gegossen haben oder irgendwie. Meine Vermutung, ich habe ja keine Ahnung, aber. Genau. Ja, Hobby. So. So, wir hatten jetzt auch mal hier mit dem Nachbarn gesprochen, der nebenan wohnt. Also der hat bestätigt, dass er hat in seinem Haus 2 Etagen von Keller. Also es geht da nochmal richtig tief runter, wobei er hat die unterste Kellerebene hat er verfüllt. Ja, finde ich zwar ein bisschen schade, bei so was Charmantes, keine Ahnung, aber finde ich immer ein bisschen bedauerlich. Bettina, ich würde sagen, wir gucken noch mal hier so ein bisschen, weil wir haben ja die Seite noch nicht mit aufgenommen. Ne? Hier seht ihr noch mal so ein bisschen eben, also ist schon ein großer Bunker, wenn man es mal so sieht. Ne? Auf jeden Fall. Also. Mal Platz ohne Ende. Das ist schon, wir haben ja auch gesehen, dass es hinten dran noch mal einen Garten gibt, ne? Der aber momentan eher einem Dschungel gleicht. Aber auch das wäre halt da. Aber das ist schon wirklich ein riesiges, ehrwürdiges, altes Gebäude. So, ja, wir werden uns jetzt mal überlegen, was wir damit machen, ob sich der Ankauf lohnt oder nicht lohnt. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass wir uns wirklich mal einen ausgiebigen Überblick von der ganzen Situation verschaffen. Vielleicht Bettina, noch mal mit deinen Worten, was ist so für dich positiv, negativ, wenn man so mal sagt? Ja, positiv ist auf jeden Fall der Platz. Man kann sich ja wirklich in allen Eventualitäten verwirklichen, ob nun Hobby, Freizeit, Beruf. Das trocken ist es, bis auf 2 kleine Löcher. Das Einzige, was halt Dach ist, also was man sagen muss, ja, es kommt Wasser rein, das haben wir ja gesehen. Wir haben jetzt noch mal auch einen Baufachmann mit dabei gehabt. Also wichtig ist halt, die Balken sind okay. Man muss halt dann wirklich zusehen, dass man jetzt erstmal, wenn wir es kaufen, dass man dann erstmal wirklich halt auch das Dach notabdichtet, dass da erstmal nichts weiter reinkommt. Also vielleicht nochmal mein Gesamteindruck. Ich sag mal, Vorteil ist tatsächlich, es ist ein Riesenhaus. Man muss aber auch sagen, es ist ein bisschen verschachtelt. Ne? Also das ist viel Durchgangszimmer und so weiter. Aber sag mal, wenn jetzt wirklich einer Platz braucht, den hat er hier. Hm. Du hast zwar hier, kannst hier zwar schwer parken, dafür hast du dann aber wieder die Garagen. Es ist natürlich wirklich ein Gebäude, was eine Geschichte erzählt. Wenn ich das kaufen würde, ich würde ja dann gleich als erstes rangehen und unten versuchen, da diese Öffnung unten im Keller aufzumachen, um danach zu schauen, was diese zweite Kellerebene macht. Weil das ist ja schon irgendwie spannend, sowas. Ne? Aber deswegen mag ich ja Immobilien, weil halt jedes Gebäude individuell auch seine eigene Geschichte mal erzählt. Ne? Auch positiv, negativ. Ich meine, diese Gesinnung, die da drin waren, das ist halt leider so. Aber das ist schon. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob wir jetzt hier zuschlagen oder nicht zuschlagen. Wir werden das jetzt nochmal für uns dann Revue passieren lassen. Wir wollten jetzt einfach auch nochmal, dass ihr uns begleitet. So, und zum guten Schluss, ne, dass ihr eben auch dieses Video belohnt, den Kanal belohnt. Abonniert bitte den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben. Drückt das Glöckchen, das heißt, ihr werdet dann informiert, sobald es wieder ein neues Video geht. Wir verabschieden uns jetzt an der Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann tschüss. Ciao.